Umgang mit Machthunger. Vielleicht bist du mit Menschen oder mit einem Menschen zusammen, bei dem du offensichtlich Machthunger siehst. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du bekannt bist mit einem Politiker, der Machthunger hat und über Leichen gehen will, sondern eher im Kleinen, denn das ist ja jetzt kein spezieller Politiker-Podcast. Sondern hier geht es um kleine Lebensphilosophie, kleine Tipps, die zutreffen mögen oder auch nicht. Wenn du jemanden siehst, der offensichtlich machthungrig ist, musst du auch überlegen, willst du ihm das vorwerfen, willst du ihn deshalb beschimpfen? Ich würde es nicht tun, sondern ich würde dir raten, schaue er, verhält er sich ethisch oder unethisch, ist er ehrlich, ist er freundlich zu anderen Menschen? Das ist wichtig. Angenommen, jemand will viel bewirken, dann muss er auch dafür sorgen, dass er das Vermögen dazu bekommt. Und dazu muss er auch eine gewisse Macht ausüben. Angenommen, jemand will in der Stadtpolitik etwas bewirken, dann muss er irgendwo in den Stadtrat gehen. Oder es wäre eine Möglichkeit, in den Stadtrat zu gehen. Und dann wäre es vielleicht sogar gut, Fraktionsvorsitzender zu werden, in die Ausschüsse zu gehen. Man könnte sagen, er hat einen Machthunger. Oder man könnte ihm sagen, er hat wichtige Anliegen und zum Wohl der wichtigen Anliegen will er einiges tun. Daher, mein Tipp wäre, greife nicht den Machthunger anderer an, sondern überlege, hat er gute Anliegen oder weniger gute Anliegen und wie ist er in Bezug auf Mitgefühl, Umgang mit anderen und Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Diese Fragen sind wichtiger. Fragen, ob jemand Machthunger hat oder nicht, ist dagegen zweitrangig.